Also dazu ist es eigentlich gekommen, dass wir ehemalige Schülerinnen von der Riederburg sind und uns halt der Riederburg sehr verbunden fühlen. Unser Herz brennt halt auch heute noch für die Schule, weil wir so lange in dieser Schule waren und das so speziell für uns die ganze Sache war, dass wir uns tief verbunden dieser Schule fühlen. Und wo wir dann doch von der Entscheidung gehört haben, war das sehr überraschend für uns. Und es gab so keine klare Kommunikation, wie es dazu gekommen ist und wer das jetzt genau entschieden hat. Und wir wollten eigentlich letztens die Homepage gründen, um allen einen Pool bieten, eine Möglichkeit bieten, zum unterschreiben und zu sagen, dass sie halt nicht dafür sind und dass sie das Ganze wirklich hinterfragen. Und bei uns kann ja jeder unterschreiben. Es kann jeder Unterstützer und Unterstützerin sein, Schülerinnen, die aktuell in der Schule sind, Eltern, ehemalige. Ja, wir sind so ein kleiner Sammelpool, als solches verstanden und das war eigentlich so der Grund. Und da, wir wollten letztlich dazu dienen, eigentlich eine Diskussion zu fördern. Ja, dass in erster Linie mal Gründe dargelegt werden, warum ist eigentlich die Entscheidung getroffen worden, was hat dazu geführt und aber warum auch ist das auf so eine komische Art kommuniziert worden. Und dann möchte man natürlich aber auch aber den aktuellen Schülerinnen und aber auch den ehemaligen Schülerinnen und der aktuellen Älteren auch die Möglichkeit bieten, sich gegen so eine Entscheidung zu wehren, wenn man schon nicht mit einbezogen war ist und so einfach so plötzlich passiert ist, dann darf man auch mal sagen, hey, also dürfen wir nicht bitte auch mitreden? Haben wir da kein Recht, zum auch mal sagen, eigentlich passt uns die Entscheidung nicht?